Und wie wurden damals die Beben beendet? Wenn damals ähnliche Beben aufgetreten sind, haben die Bewohner dieses Ortes vielleicht eine Möglichkeit gefunden, ihnen ein Ende zu machen. Ich kann in dem Text keine Lösung entdecken, aber er ist ja auch kaum mehr als Staub. Wir haben Glück, dass überhaupt noch einige Worte erhalten sind. Ein halbes Gedicht. Genau das, was wir jetzt brauchen. Vielleicht wird euch ja das hier überzeugen. Seht euch das an. Das ist das königliche Siegel von Orzech Garal. Von König Orzech Garal? Dieses Buch hat einem Paragon gehört? Vielleicht ist an eurer Vermutung ja doch etwas dran, Walter. Das war ja klar, dass ihr den Worten eines toten Mannes mehr Gewicht beimesst als meinen. Ihr seid eben ein Traditionalist. Hey, euer Aufbegehren gegen die Traditionen hat euch eure angenehme Stellung in Orzama gekostet. Ja, das ist eine dumme Frage, aber war der König Garal sehr bedeutend? Wieso hat das Buch eines Königs für euch eine derartige Bedeutung, Ren? Die Paragons sind herausragende Persönlichkeiten unseres Volkes. Dieser Titel wird nicht leichtfertig verliehen. Nicht einmal einem König. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass es Garals Buch war, hätten wir uns diesen ganzen Streit sparen können. Als würdet ihr je einem Streit aus dem Weg gehen. Oh Mann. Moment. Walter hat ihre Stellung verloren? Was soll das heißen? Es hat euch eure Stellung gekostet. Ich dachte, ihr seid eine Bewahrerin. Nicht alle Bewahrer haben dieselben Pflichten. Meine wurden ein wenig angepasst. Aha. Meine Vorgesetzten hatten mich angewiesen, eine offizielle Aufzeichnung aus den Erinnerungen zu entfernen, und ich habe mich geweigert. Also entschieden wir, dass ich der Halle der Bewahrung am besten hier diene und nach Geschichte suche, anstatt sie aufzuzeichnen. was solltet ihr denn entfernen? Diese Aufzeichnung muss wichtig gewesen sein, wenn ihr dafür eure Stellung aufs Spiel gesetzt habt. Um ehrlich zu sein, war sie eher belanglos. Es geht um Prinzip. König Harrimons hatte herausgefunden, dass ein Vorfahr ihres Gemahls Verbindungen zur Karte hatte. Aber die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit, ungeachtet dessen, wie politisch sie sein mag. Ja, absolut richtig. Moment, warum können Erinnerungen überhaupt getilgt werden? Die Halle der Bewahrung kann offizielle Aufzeichnungen löschen? Werden die Erinnerungen denn nicht dauerhaft bewahrt? In einigen Fällen ist es durchaus üblich, Aufzeichnungen zu löschen. Wird ein Zwerg beispielsweise kastenlos, wird er aus den Erinnerungen entfernt. Ich jedoch wurde aufgefordert, eine Wahrheit zu verändern, nur weil sie irgendjemand Wichtigem unbequem war. Aha. Wurden auch die Titanen entfernt? Gute Frage. Wenn die Halle der Bewahrung ohnehin bereit ist, Erinnerungen zu löschen, was sollte sie dann davon abhalten, die Existenz der Titanen zu verschleiern? Warum sollte sie das tun? Weil irgendjemand Mächtiges es verlangt. Ihr habt auf jeden Fall das Richtige getan. Es erfordert Mut, sich Autoritäten zu widersetzen. Und wer wüsste das besser als ihr? Nicht wenige denken, die Vergangenheit sei das, was wir aus ihr machen. Aber wir können nichts lernen, wenn wir Fehler einfach totschweigen. Weise Worte. Entschuldigt, dass ich damit angefangen habe. Was jetzt zählt, sind allein die Erdbeben. Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, wohin dieser Aufzug führt. Aber ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Macht euch bereit. Noch fahre ich da aber auf keinen Fall runter. Viel zu viele Sachen sind da noch zu tun. Ich kann es fühlen. Die Verderbtheit. Sie breitet sich aus. Okay, also wir können rasten. Aber wir können hier auch noch ein Buch lesen. Die ewige Schlacht. Dunkle Brut. Wenn nicht gerade eine Verderbnis herrscht, befassen sich die Oberflächler lediglich in mahnenden religiösen Predigten und gute Nachtgeschichten mit der dunklen Brut. Diesen Luxus kann sich Orzama nicht leisten. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Legion der Toten wäre unser prachtvoller Teig ohne jeden Zweifel schon vor langer Zeit an die Verderbten gefallen. Dennoch bleibt die Frage, wo kamen diese Monster her? Jeder weiß, dass die Lehren der Kirche hinsichtlich der Ursprünge der dunklen Brut nichts als Unsinn sind. Sie wurde nicht aus einer sagenumwobenen Stadt in die Tiefe gestürzt, aus der sie dann nach oben kroch. Wir wissen inzwischen, dass die dunkle Brut durch Brutmütter hervorgebracht wird und womöglich lauert im Herzen unserer Welt ja eine Königin, die erste Mutter. Anstatt uns also auf ihre Kinder zu konzentrieren, sollten wir gegen die Brutmütter vorgehen und sicherstellen, dass keine zukünftige Verstärkung geboren wird. An den Rändern befinden sich handgeschriebene Anmerkungen, die vermutlich von Leutnant Ren und Bewahrerin Walter stammen. Ich würde sagen, wir schlagen ihnen einfach den Kopf ab.
Wenn ihr noch mal etwas in eines meiner Bücher schreibt, ist es euer Kopf, der rollen wird, Leutnant. Oh Gott, die beiden. So, aber leider kann ich hier nicht handeln. Sehr unangenehm. Aber gut, wir haben hier jetzt zumindest einen Punkt, wo wir zurückkehren können. Das ist ja schon mal ganz nett. Da gibt es einen Quartiermeister und bei dem können wir ja handeln. Also ist alles okay. Vor allem, wie schnell das hier lädt hier unten. Das ist ganz nett. Moment. Hier ist er. Da. Bei Werkstoffe können wir auch Sachen verkaufen. Erstmal nur die komischen grauen Sachen. Die können gleich alle weg. Die sind ja nicht selten. Und auch das Drachenbeil, weil das ja schon ganz alt ist. Wie gut ist das? 15 Schaden? Okay. Egal, weg damit. Hiervon habe ich immer so viele und ich benutze die meisten auch einfach nicht. Deswegen kommt jetzt alles Blaue auch weg. Trennung, Magieabwehr, Willenskraft. Das ist eigentlich nicht schlecht für Sarah vielleicht. Lebensentzug. Was macht das überhaupt? Plus 10% Heilung bei Tod. Trennung kann weg und Barrieren. Ach so, Barrierenschaden. Ha. Ist vielleicht was für Cassandra. Den langen Bogengriff können wir allerdings verkaufen. Und auch hier die. Oh. Ich muss Enter drücken, damit das klappt. So, okay. Hier gibt's was zu kaufen. Nur Werkstoffe, aber dafür richtig, richtig wertvolle Sachen. Also, wir haben auch 63.000. Ich glaube, wenn wir die Aufnahmen diesmal beenden, dann werde ich danach ein paar Rüstungen bauen, beziehungsweise vor der nächsten Aufnahme auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir aber erstmal nochmal hier runter. Denn ich will diese seltenen Gegenstände da unten noch sammeln und es gab auch ein paar andere Sachen. Ich kann es fühlen. Bist der ja noch. Wow. Ist plötzlich viel heller. Ja. Ich dachte, wir schlagen sie langsam zurück, aber anscheinend ist das nicht so. Da vorne ist er irgendwo. Ja, okay. Es ist noch da. Sehr gut. Ist auch das Einzige, was aus diesem ganzen Zeug wirklich Gutes rausgekommen ist. Isanas Lied ist echt gut. Das ist allerdings nur was für, wie hieß er? Hier ist übrigens auch noch was. Dorian. Es ist nur was für Dorian, weil er unser Blitzmagier ist. Und ich finde es zumindest sinnvoll, wenn die Fähigkeiten und die Stabmagie zusammengehören. Okay, hier ist nichts. Ich dachte, sie würden hier wieder um die Ecke irgendwas verstecken. Diesmal ist nur hier ganz hinten was versteckt. Naja, was heißt versteckt? Es ist relativ klar, dass hier... Also es ist nicht unbedingt versteckt, würde ich sagen. Es ist einfach nur ein bisschen weiter weg. Egal. So stark ist die nicht. Und sie steht ja schon in Flammen. Na, steht alle davor und greift sie nicht an, jetzt schon. Zup. Oh Gott. Ich habe Angst, dass ich schon wieder durch eine Wand glitsche. So. Okay, noch Zahnrad. Und Kolks Tagebuch. Der letzte Eintrag in einem schmutzigen Tagebuch, in dem mehrere Seiten fehlen. Vaters Lied sickert aus mir heraus. Flüssiges Feuer strömt aus meinen Augen, meinem Mund, meinen Ohren. Ich gebe ihm alles und werde zu einer Strophe in seinem Lied. Ich bin endlich vollständig. Es ging nie um Worte, sondern immer nur um das Lied. So sah also das Ende der Lyrium-Experimente aus. Und was hat er da so? Was Gold? Nochmal dieser Lebensentzug und ein... Naja, ein Schlachtenmeister-Harnisch ist jetzt auch nicht so besonders. Jetzt haben wir auch endlich hier Schluss mit dem Feuer. So, aber da vorne, das wisst ihr ja noch, das habe ich euch, glaube ich, noch gezeigt. Da vorne ist ja noch eins mit Zahnrädern verschlossen. Da müssen wir auch noch hin.
Und ich kann hier auch kein Pferd, naja, Nack aufrufen. Also müssen wir laufen. Und hüpfen. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Zack. Ach, schon sehr atemberaubend hier unten. Wenn nicht immer alles so zerstört wäre, würde es echt schön prachtvoll, prunkvoll aussehen. Ich meine, die wichtigen Bauten stehen ja immer noch zum größten Teil. Aber trotzdem, es wäre schon... Also ich, wenn ich mir so vorstelle, wie das aussehen würde, wenn alles okay wäre und nicht zerstört, dann muss ich schon sagen, nicht schlecht. Vor allem, wie viele Zwerge gab es denn damals, wenn die so riesige Hallen brauchten für alles Mögliche? Oder haben sie das einfach nur gebaut, damit sozusagen, naja, wie eine Oberfläche genug Platz ist? Ich weiß es nicht. Egal. Zahnräder rein. Und... Oh, okay. Und... Huibu, zwei Gegner. Das war zwar der falsche, egal. Jetzt hat er auf jeden Fall angegriffen, ohne Pause. Funktioniert das bei denen? Nee, leider nicht. Alle schön ihn angreifen. Vivian, du auch. Ach man. Ja, du wirst auch nicht mehr lange leben, Sarah. Aber diesmal können wir wenigstens die Tränke verwenden. Ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass wir später keine mehr haben. Zack. Ja, da oben hätte ich eigentlich stehen bleiben können. Mich meine Fähigkeit anwenden. Das ist ganz sinnvoll. Aua. Ach, ist alles okay. Mach dir mal keine Sorgen um Vivian. Die hält das schon aus. Mach dir lieber Sorgen um dich selbst. Du hast am wenigsten Helf gerade von allen. Zack. Aber wir werden auch gerade nicht angegriffen von irgendwas. Das ist ganz okay. Toller Effekt. Stört nur gerade bei der Sicht. Okay, das war Nummer 1. Hier kommt Nummer 2. Schön hinter ihm stehen. Da hat er keinen dämlichen Schild. Zack. Noch mehr Schaden machen. Wieder der Effekt. So. Jetzt kann man hier immer den Pfeil sehen. Seht ihr das? Zack. Zack. Oh oh. Egal, da kommen wir durch. Schild. Hui. Oh. So. Okay, von hier kommen wir wenigstens wieder zurück. Puh. So. Na komm. Ah, ein paar Pläne. Nett, nett. Ich glaube, der macht leider trotzdem nicht so viel Schaden wie den, den wir jetzt schon haben. So, mal gucken. Ja, der Nasserin ist immer noch besser als der trügerische Eisbogen. Oh, die sieht immer ganz interessant aus. Die haben einige neue, Waffenmodelle und Rüstungsmodelle gebaut, was ganz nett ist. So, dann wollen wir mal wieder zurückreisen, würde ich sagen. Ganz nach oben, weil ich ja noch Rüstungen bauen wollte. Ja, dann würde ich jetzt trotzdem erstmal sagen, bis ich das gemacht habe, traue ich mich nämlich einfach nicht weiter. Das war Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich bin Dennis oder ClassifyP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss!